Auslage. Hallo. Ja, hallo. Ich wollte zu einem Zauberer. Aha. Bin ich da richtig? Jo, auf jeden Fall. Ich habe mal eine Frage. Kannst du einen in so 4 Wochen das Zaubern beibringen? Ja, das ist möglich, ja. Das ist gut, weil dann habe ich nämlich unseren ersten Auftritt zu Weihnachten. Ja. Also am liebsten wäre mir ja das mit den Häschen. Das kriegen wir hin. Weil dann hätte ich den Zylinder, habe ich ja schon. Ja, ich habe hier auch noch Atomkaninchen. Du hast was? Das ist eine ganz besondere Züchtung. Was ist denn das? Die vermehren sich ganz schnell, innerhalb von einer Stunde. Atomkaninchen? Atomkaninchen, ja. Wo? Also das sind die Hasen oder die Kaninchen, die meistens von Zauberern eingesetzt werden. Okay. Nee, ich hab's heute mit dem Lumpi mit der Lucy probiert. Bitte was? Das sind 2 Angora-Meerschweinchen. Ach so. Ja, das muss ja auch ganz gut wirken. Hab ich mir auch gedacht. Und die habe ich in den Hut reingemacht und dann sind die aber nicht unter der Pappe geblieben. Ja, das ist ein Ding. Und außer, dass ich dann so Hasennorbeln auf dem Kopf habe, ist eigentlich nichts passiert. Da ist ja nichts mehr passiert. Könntest du Papa beibringen, wie er Mama zersägt? Das können wir machen, ja. Das geht. Ja, das ja? machen wir. Das ist eine gute Idee. Darf ich noch 2 mitbringen? Von mir aus, nichts dagegen. Also aber die dürfen die Tricks nicht verraten. Nein, wir vom Radio hier verraten doch nichts. Wer ist das? Der kleine Nils. Ah, jetzt haben sie mich reingelegt. Ich dachte, das wäre ein Kind gewesen. Jo, Simsalabim.